Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fasist Frontier. Ich hoffe, dass gleich Händler kommen, weil unsere Leute haben einfach nur Hunger, die ganze Zeit Hunger. Oh, und da kommt der Händler, na wunderbar. Wir müssen uns gerade um so sau viel kümmern. Das ist, wow, also die Mauer ist halt ein riesiges Großprojekt. Dann, gut, Lehm wird jetzt zum Glück wieder produziert hier oben. Wird aber schwer, also da oben hin. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, nochmal. Vielleicht verschiebe ich das einfach. Aber wisst ihr was, das können wir ja. Wir verschieben das. Dann wird das einfach hier stehen. Dann können die Leute da schlafen. Ja gut, die haben dann Pech. Die in der Kohlemine haben dann leider Pech. Hier können wir auch mal mehr einstellen. Haben wir genug Leute dafür? 12 noch als Dreh. Ja, auch schwierig. Wohnraumknappheit, ich weiß. Ich mache mal kurz Pause. Dann können wir erstmal gucken, noch ein Häuschen bauen. Hier. Ja, Platz haben wir tatsächlich nur noch hier. Sonst nirgendwo. Ist auch okay. So. Und so, genau. Ach, okay. Hier ist es viel zu steil. Das haben wir gleich. Kann ich hier schon einen Weg ziehen? Na, ist auch alles zu steil. Okay, also auch hier müssen wir uns schon kümmern. So, okay. Und dann noch Deko dazwischen hauen und dann ist auch schick. Hier hin, ja. Okay, dann als nächstes Händler. Da gucken wir gleich mal rein. Können wir dem irgendwas geben? Nee, geben wohl eher nicht. Ah, guck mal, das geht in beide Richtungen. Der nimmt und verkauft die Dinger, komischerweise. Das ist das medizinische Wurzeln. Haben wir genug? Ist mal die Frage. Ich achte gar nicht so auf unsere medizinischen Vorräte, ehrlich gesagt. Na, sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, wir haben tatsächlich keine Medizin. Nicht so gut. Kann ich hier mal irgendwo... Wir haben doch hier so Heilkundehäuser. Ach so, aber die nehmen auch die Kräuter, oder? Aber bis jetzt hat doch keiner gemeckert. Also nehme ich mal an, dass das irgendwie mit den medizinischen Vorräten doch funktioniert. Weil ich glaube, dann hätte ich auch schon irgendwelche Warnhinweise. Kann der mal weg hier? Nee. Okay. Also eigentlich kann es nicht mehr klicken. Der würde uns Kerzen verkaufen. Nee, eigentlich will ich sie verkaufen. Also ich würde sie eigentlich verkaufen. Hier auch nur Kräuter, Mehl könnten wir kaufen oder Getreide. Auch gar nicht schlecht. Ganz ehrlich, komm. Wir kaufen ein wenig Getreide. So, damit können wir auch ein bisschen was anfangen. Auch gerade, wenn wir dann die Brauerei mal irgendwann haben. Ja, dann können wir daraus Bier machen. Yay. Wo waren die Brauerei nochmal? Hier. Können wir die jetzt bauen? Immer noch zu steil. Ha, okay. Da müssen wir wohl nochmal ran. So, ich hoffe, jetzt klappt's. Hier, den brauchen wir auch ganz dringend, ehrlich gesagt, den Rattenfänger schon wieder. Ah, unser schönes Sägewerk. Unser schönes gesiegtes Holz, meine ich. Naja, kommen wir nicht drum rum. Wir könnten sogar Ziegel kaufen, aber sehr, sehr teuer. Aber wir brauchen Ziegel, so händeringend momentan, dass ich eigentlich geneigt bin, sie tatsächlich zu kaufen. Wozu haben wir das Geld? Also ganz ehrlich, komm, wir kaufen... Warte, warum geht's nicht? Oh, weil wir hier kein Geld haben. Moment. Wir machen mal Hälfte, Hälfte. Ich meine, wozu haben wir sonst das Geld? Ist ja... Ja. Oh, wir müssen kurz warten, bis das Geld da ist. Ein Gebäude steht schon wieder in Flammen. Genau hier. Oh, an dem Händlerding. Das ist nicht so geil. So, bringt ihr mir mal mein Geld hierher? Ja, dauert ein bisschen. Wir müssen es von der Schatzkammer ja erstmal hierher tragen, glaube ich. Na gut. Oh, jetzt ist es da. Moment. Ah, bevor er weg ist, ich habe ein bisschen Angst. Die sind ja immer nicht so lange da. Ist halt super teuer, ne? Aber ich weiß, wir brauchen es halt wirklich. So. Mal gucken. Vielleicht können wir ja beim nächsten Händler, es müsste ja noch einer kommen, können wir vielleicht schon was verkaufen. Jetzt habe ich leider im Winter schon wieder die Sammlerin nicht umgesetzt. Okay, hier ist alles gut. Ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir haben bisher ja noch nicht mal eine Bierproduktion, also ist auch egal. Bisher können wir eh kein Bier brauen. So, hier wird fleißig gebaut. Dann haben die hier auch bald was. Warum sind sie noch sauber?
essen Seife. Ja, Seife ist auch ein Problem geworden aus irgendeinem Grund. Ich glaube, die Jäger sind auch nicht sehr erfolgreich. Wir könnten eigentlich mal, obwohl der Jäger ist schon nah dran zu dem. Ich habe überlegt, Jäger umzusetzen. Ist aber auch Quatsch gerade. Der Jäger hier, ganz ehrlich, hier haben wir irgendwo einen mittendrin gehabt. Ich muss mal langsamer machen, sonst ruckelt das zu sehr. Irgendwo, ja hier, der. Oh, aber hier ist tatsächlich das Wild auch gleich um die Ecke. Na gut, dann muss ich den nicht umsetzen, das ist zu nah. Das würde keinen Sinn machen, dann müsste ich ihn hier hinsetzen, ist das gleiche. Ah, schön, wie die Mauergestalt an, das freut mich sehr. Also wenn sie von hier kommen würden, ein bisschen Schutz. Wir werden natürlich auch nicht um weitere Wachtürme herumkommen. Die werden wir jetzt ja überall in den Ecken positionieren. Zum Beispiel. Oder eher, ich überlege gerade was. Also hier könnte noch einer hin, weil hier ist gar nichts geschützt. Eher so, würde ich sagen. Einmal so. Brauchen wir natürlich auch einen Weg. Hallo? Was macht denn der Weg da? Achso, der ist... Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Habe ich jetzt hier auch einen Weg? Ich bin verwirrt. Okay. Jetzt glaube ich. So, dann wo noch? Hier wird ja auch ein Tor sein. Dann vielleicht auch hier einer. Den könnten wir hier... Oder hier, hier glaube ich. So. Hier fehlt es dann auch an Turm. Hier oben auch. Hier am Stadttor. Ist die Frage, ob wir dann Türme mittendrin vielleicht abreißen, weil die uns dann vielleicht nicht mehr so viel bringen. Ja, hier hätte ich, glaube ich, direkt gerne ein. So. Obwohl, wenn sie reinkommen, bräuchten wir da auch noch Türme, ehrlich gesagt. Also wenn sie es schaffen, tatsächlich reinzukommen, dann ist das vielleicht nicht verkehrt, da auch immer noch Türme zu haben. Dann bräuchten wir hier einen am Tor. Ich nehme halt an, dass die versuchen werden, durch die Tore zu kommen vor allem. Also so würde ich es machen, glaube ich. Deswegen möchte ich vor allem an den Toren dann jeweils Türmchen stehen haben. Okay, so soll vielleicht erstmal reichen. So, baut mir mal bitte hier schnell die Häuschen fertig. Die Leute sind etwas ungehalten. Kann ich hier schon? Ja, wunderbar. So, dann können wir da noch eine Deko zwischenhauen, glaube ich. Und da in der Mitte passt auch noch eine kleine hin. Okay, schön. Cholera. Wow, Cholera haben wir im Dorf. Das ist, wow. Okay. Oh, guck mal, unsere Konservierungsstätte ist jetzt auch fertig. Das heißt, achso, mit Glas machen wir das tatsächlich. Interessant. Ist die Frage, ob dann unser Glas reicht. Haben wir überhaupt Gläser hier drin? Sehe ich jetzt nicht so. Also die haben sehr viel Sand. Ach, wir stellen echt wenig her, ne? Sehe ich gerade hier im letzten Jahr gerade mal 4 Dinger. Da brauchen wir mehr Leute. Das wird sonst scheinbar nichts. Jetzt haben wir nur noch 9 Leute, die... Ach. Okay. Wo ist denn der zweite Händler? Der kommt gar nicht. Irgendwie kam scheinbar dieses Jahr nur ein Händler. Ein bisschen traurig eigentlich. Was habe ich denn hier mit den Wegen so komisch gebaut? Das gefällt mir nicht. Weiß nicht, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Nee. Ach, hör auf zu schnappen. Manchmal ist das hier ganz seltsam alles. Ja, was ich hier mit dem Kompost, weiß ich auch noch nicht so genau. Also wir haben ja einen Komposthaufen hier hinten. Aber irgendwie... Guck mal, hier können wir auch mal die Wege verbinden. Oh, Gebäude blockiert. Dann so. Hier sind irgendwie die Wege auch nicht verbunden worden. Jetzt so. Okay. Oh, diese ganze Kleinscheißarbeit. Furchtbar. Oh nein. Steckrüben. Mist. Kohl und Steckrüben und wir haben natürlich Kohl gepflanzt. Mist. Naja, werden wir ein paar verlieren wohl. Steckrübe, Kohl, aber keine Mohrrüben. Okay, also die würden nächstes Jahr gehen. So, wie sieht es hier aus? Die fördern ganz okay. Das Häuschen steht jetzt hier auch. Okay. Das mauere ich nicht ein.
Also ganz ehrlich, wenn die da ein paar bisschen Lehm rausklauen, dann ja, dann sei es drum. Ich hab doch einen Kompostplatz. Mist. Ich werde wohl nicht drum rumkommen, ne? Den hier noch einen Kompostplatz irgendwie in die Nähe zu setzen. Was echt blöd ist. Wegen eben, ja, der Attraktivität. Aber ja, das, was am weitesten weg ist, wäre schon der, der hier auch steht. Ich könnte einen hier außerhalb der Stadt irgendwie setzen, was ich dämlich finde. Hier könnten wir noch einen hinsetzen. Das macht halt so gar keinen Sinn, aber irgendwie bringen die ihr Zeug da nicht hin. Wisst ihr, was wir noch machen können vielleicht? Was vielleicht auch ein Problem sein könnte? Vielleicht haben, brauchen wir noch so eine Wagendinger. Vielleicht mache ich das mal. Wir probieren das mal. Wo waren die denn? Oh Gott. Das ist so lange her, dass ich die gebaut habe. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Weberei? Nein, nein. Ui. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die... Ich habe die, glaube ich, hier auch einmal verschoben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die ist, die ich schon hatte. Bei Lager vielleicht? Ach, hier. Die Wagenwerkstatt, das ist es. Vielleicht bringt das was, wenn die hier in der Nähe ist. Wir könnten ja vielleicht einfach... Ich setze mal hier eine hin. Hier sind ja auch Arbeitsgebäude und so. Vielleicht können wir es gleich transportieren. Oder hier... Ich weiß leider nicht mehr, wo die alte ist. Ich sehe die auch gerade nicht markiert. Eigentlich, wenn man ein Gebäude in der Hand hat, sieht man die alte hier auch. Oh nein. Ja, ich sehe es. Okay, die andere sehe ich irgendwie nicht. Gar nicht. Ich würde aber tatsächlich noch eine bauen davon. Das ist nicht... Oh, wir können auch hier einen Weg durchmachen und die da hinsetzen. Würde ich das so machen? Ja, das gefällt mir. So, wo seid ihr denn? Ach, erstmal hier, Alarmglocke. Nein, ich habe noch die Wege. Okay, leider da, wo die Mauer noch nicht steht. Und die anderen... sehe ich scheinbar noch gar nicht. Okay. Ja, jetzt auch nicht so genau. F4 war das, oder? Nee, nicht F4. Wie sehe ich denn die Namen nochmal? Nee. So. Okay, Leute. Ich brauche leider immer noch eure Hilfe scheinbar. Die Kaserne ist leider, ja, hier hinten. Das bringt uns da natürlich recht wenig. Die umfasst tatsächlich nur diesen kleinen Bogen. Wir brauchen, glaube ich, hier noch eine Kaserne irgendwie. Gebäude werden angegriffen da hinten. Oh, ich hasse das, ne? Mit den Gebäuden finde ich furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Gebäude angegriffen. Ja, ist alles hier. Holt euch mal die Leute da. Ach. Okay, immerhin jetzt sind die Türme auch dabei. Erschlagen, ja. Die sterben uns hier wie die Fliegen weg. Also jetzt brauchen wir auch keine Gebäude mehr. Die sind halt nicht mehr stark genug, ne? Die sind mittlerweile so stark, die Plünderer. Das ist, ja, für unsere Leute einfach nicht mehr zu schaffen. Wieder Gebäude angegriffen. Na, kriegen wir es hin. Wir haben nicht mehr so viel Gold, was uns weggenommen werden kann, theoretisch. Oh, hier sind genau die Leute, glaube ich, gestorben. Oh je. Oh. Autsch. Hat, hat. Na, kriegt das hin? Schade, wären mal hier die Türme schon fertig gewesen, dann hätten noch ein paar mehr mit drauf geschossen. Leider waren die jetzt noch nicht fertig. Könnten die aber mal priorisieren fürs nächste Mal. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn die jetzt was geklaut haben. Sei es drum. Ganz ehrlich, Leute, lasst gut sein. Dann rennen die wieder irgendwo ans Ende der Karte und werden nachher von Wölfen gekillt. Das bringt mir auch nichts. Auf jeden Fall, ja, es wurde gut dezimiert. Also um Wohnraumplatz werden wir vielleicht uns gerade keine Sorgen machen müssen. Vielleicht auch nicht unbedingt um Nahrung. Ja. Und irgendwie, ja, es hat jetzt leider auch mehrere Arbeiter erwischt. Ich hoffe, das kann irgendwie wieder aufgefüllt werden. Ui. Bei den Bergarbeitern fehlt jemand, bei den Rattenfängern. Naja. Gut, hier ist, glaube ich, Ende. Und schon kommen die Ratten und alles.
Okay. Interessant. Oh, ich hasse das total. Aber ich habe es mir so ausgesucht. Ich wollte ja mit Banditen spielen, denn das macht ja auch den Reiz aus. Ich will ja eben es schaffen, tatsächlich einfach besser mit denen klarzukommen. Darum geht es ja so ein bisschen. Könnte die auch ausschalten, aber genau das will ich eben nicht. Wir brauchen Bäumchen. Wir haben keine mehr markiert. Oh nee, die hier eigentlich nicht. Die will ich gar nicht abholzen. Die finde ich ja eigentlich mittendrin ganz nett, die Bäume. Oh nein. Halt, bevor den jemand abholzt. Ich krieg die Bäume nicht. Toll. Ich krieg die Bäume nicht markiert. Warte mal, kann ich den Befehl irgendwie widersetzen? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt. Ach. Ich will den Baum. Ich will ja gar nicht, dass sie diese Bäume entfernen. Nee, den kriege ich hier leider nicht. Ach, schade. Ich kriege den Baum da nicht markiert, weil der eher die Sachen nimmt. Was ist passiert? Oh, nichts geplündert, aber hat 11 Leute getötet. Aber die haben es tatsächlich nicht geschafft, unser Gold zu kriegen, scheinbar. 300.000. Nee, ne? Alles scheinbar noch da. Okay. Nur halt, Leute, hat es uns halt wirklich gekostet. Ein Lebensmittelhändler ist noch tot. Okay. Interessant. Zum Glück wurden gerade Dorfbewohner geboren. Oh, hier. Der Typ ist. Okay. Ich habe halt nur eine. Eigentlich hätte ich da ganz zwei, ehrlich gesagt. Wusste ich gar nicht. Noch irgendwo. Hier fehlt es an jemandem. Sägegrube. Ja, das geht natürlich auch nicht. Wir werden dann nur mal gucken müssen. Wir haben halt zu wenig Leute, um überall wieder aufzufüllen. Fehlt es noch irgendwo? Ich glaube nicht. Also mehr kann ich jetzt gerade nicht entdecken. Okay, wie sieht es jetzt aus? Nur noch 4. Nee, das geht nicht. Dann nehme ich hier bei den Gläsern einen weg. Ja, gerade die Seife geht leider nicht. In der Töpferei ist noch eine. Achso, weil wir so viel hatten, ne? Gerberei, ach. Uns fehlt es wirklich gerade ein bisschen an Leuten. Ich hätte gerne mehr. Wie sieht es hier in den Minen aus? Ja, da arbeiten auch nicht wirklich viele, muss man zugeben. Dorfbewohner geheilt. Das freut mich sehr. Und hier hatten wir sehr voll gemacht. Ganz ehrlich, dann nehme ich vielleicht hier nochmal einen weg. Aber, naja, 7. Rettet uns jetzt auch nicht den Arsch. Hier wollte ich hin. Okay, jetzt 8. Okay. Das war. Autsch. Aber geht. Vielleicht nehme ich mal bei den Sandleuten jemanden nochmal weg. Wie sieht es denn bei Sand so aus? 560, ja. Also ganz ehrlich, wer braucht so viel Sand? Niemand braucht so viel Sand. Ist okay. Ich gucke schon mal gerade wegen nächstes Jahr, wie es so aussieht. Ja, hier wird wahrscheinlich wieder Weizen sein. Oh! Okay. Also den brauchen wir nicht. Wir müssen hier was für Fruchtbarkeit auf jeden Fall tun. Das da. Und das macht Karotten, Weizen. Ja, okay, dann können wir hier leider das nicht machen. Dann werden wir hier, glaube ich, Kohl machen. Das ist okay. Und werden den Weizen hier auf dem Feld dann pflanzen. So. Ja, das funktioniert. Okay. Boah, die Fruchtbarkeit ist hier sehr schlecht gerade. Aber gut, wir kümmern uns drum. Obwohl, nee, Lehm möchte ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Ich pflanze mal doch was anderes. Ja, das funktioniert immer. Okay. Ah, nur 7. Zu wenig. Der hat keine Pfeile mehr. Auch schlecht. Ja, es hapert an den Leuten. Ne? Es hapert einfach daran, dass wir nicht genug Leute haben momentan. Wir müssen wieder bauen, auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit Bäumen? Ist noch. Steine, wie sieht's da aus? 155? Okay. Die Mauer. Okay, hier haben wir auch schon ein ganzes Stück Mauer jetzt gebaut. Wunderbar. Kompost ist leider noch nicht voll. Ach, wird einfach nicht abtransportiert hier. Skorbut. Oh je, die haben zu wenig Gemüse scheinbar. Ja, ich konnte letztes Jahr nur Fleisch kaufen, aber wir haben Gemüse im Lager eigentlich. Eigentlich können sie. Komisch auch, dass dieses Jahr scheinbar nur ein Händler kam. Oder ich habe den anderen verpasst, aber irgendwas war da komisch.
Gut. Ich überlege noch. Ich glaube, kann ich jetzt mittlerweile hier mal die Brauerei reinkriegen oder immer noch nicht? Nö. Okay, irgendwie mache ich das mit dem Gelände scheinbar nicht richtig. Von hier aus ziehen? Vielleicht dann? Einmal probiere ich noch, ansonsten stelle ich die Brauerei woanders hin. Meistens liegt es halt daran, dass man einfach irgendwie falsch zieht. Von der falschen Seite, glaube ich. Dieses Gebäude hat kein Brennholz. Die brauchen Brennholz? Ja, deswegen fehlen uns auch viele Leute, ne? Weil wir die Garnison so voll gemacht haben. Ganz ehrlich, nimm mal zwei weg. Das ist halt doof. Wir brauchen die Leute halt gerade einfach zum Arbeiten. Und da hinten hat es uns nicht mal was gebracht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt mitgekämpft haben, ehrlich gesagt. Also es war hier bei der Schatzkammer, aber... Ja, so richtig. Ich weiß was, ich nehme noch ein paar weg. Ich kann ja auch vielleicht im Notfall, sobald ein Angriff kommt, dann einfach Leute reinsetzen. Ist auch eine Idee vielleicht. Aber ich glaube, ich brauche hier noch eine Kaserne, weil meistens kommen die einfach von hier. Also fällt immer wieder auf, dass die von der Ecke und von der Ecke oft kommen. Ganz selten mal von da. Ich glaube, ich brauche hier eine Kaserne. Auch wenn die natürlich nicht wirklich was beschützt, weil Handelsposten ist da, Schatzkammer da, aber die könnten die mal abfangen hier. Hier zum Beispiel. Lasst uns mal hier ebnen. Probieren wir es mal. Dann werden wir da noch eine Kaserne hinpflanzen, wenn wir es uns mal leisten können. Sollten wir aber eigentlich. Okay, Holz ist echt scheiße gerade. Ich muss hier mehr Leute rausnehmen, leider. Wir brauchen die gerade einfach dringend zum Arbeiten, zum Holzhacken. Dann lasse ich auch gleich noch mehr abholzen. So. Okay, jetzt wird auch gleich Winter. Dann könnten wir theoretisch die Sammlerin umsetzen. Theoretisch. Jetzt ist der schöne Baum hier weg. Das tut mir ein bisschen weh. So ein kleines bisschen. Ich überlege gerade Stadtplanung so ein bisschen im Kopf gerade. Wenn ich nichts sage, dann gucke ich mir meist irgendwas an und überlege, was man machen kann. Pilze verloren. Okay, wo ist die Sammlerin gewesen? Die war irgendwo hier drinnen, ne? Ich guck gerade. Finde sie gar nicht. Da ist sie. So, dann werden wir die mal nehmen. Ich mache mal dafür ein bisschen langsamer. Ich glaube, ich würde die gerne hier ansetzen irgendwie. Hier? Ach nee, da. Ach, das ist ja die Baumplantage. Da. Hier ging er auch, aber die muss ja irgendwie rauskommen. Hier ist das Tor. Eigentlich müsste die irgendwo hier sein. Ich kann die ja theoretisch auch außerhalb setzen, das ist auch okay. Komm, wir machen die Sammlerhütte mal draußen hin. Die ist sehr mutig, die Sammlerin. Die geht auch raus. Ja, das ist doof. Wir haben gar kein Brennholz und es ist Winter. Richtig, richtig gut. Aber die Brennholzplätze sind noch voll. Ja, da arbeiten noch ein paar Leute. Okay, jetzt ist wieder ein bisschen da. Na gut. Es wurden wieder ein paar Dorfbewohner geboren. Sehr schön. Wir kriegen Arbeitskräfte. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh, jetzt funktioniert es. Wunderbar. Die Brauerei kann jetzt hier hin tatsächlich. So, dann werden wir demnächst irgendwann Bier kriegen, wenn wir dann die Holzbretter zusammenkriegen. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie viel es noch gibt zum Machen. Ich glaube, so langsam haben wir dann bald alles. So langsam ist es dann wahrscheinlich einfach nur noch austarieren. Also Sachen doppelt und dreifach bauen, damit alle Leute irgendwie versorgt sind. Was ist denn aus der Käserei geworden? Oh, die ist ja fertig. Da ist die Käserei. Das sieht voll cool aus. Schön mit dem Käsebanner hier. Ich würde da eigentlich auch gern mehr Leute reinsetzen. Aber wir haben auch wieder 20. Okay, komm, dann machen wir mal hier. Weil wir brauchen halt unbedingt mehr Alternativen, mehr verschiedene Lebensmittel. Hier habe ich die Mauer noch gar nicht neu gesetzt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigt. Hier sollte die Brauerei gar nicht hin. Was mache ich denn? Ich weiß nicht, wie ich auf einmal auf die Idee kam, die Brauerei dorthin zu setzen. Ist ja totaler Quatsch. Die sollte doch hier mit hin. Dafür habe ich doch hier extra Platz gemacht. Ich weiß nicht. Ich wollte wahrscheinlich irgendwas anderes bauen, ne? Mist, immer noch zu steil. Ich habe ja mittlerweile leider vergessen, was ich da denn hinbauen wollte, ehrlich gesagt. Blöd. Naja, gut.
Müssen wir leider noch mal kurz warten. Ist hier eine neue Mauer schon drin? Ne? Ja, ne? Das da, glaube ich. Warte mal. Hä? Nee. Was ist denn da? Ist das ein Grafikbug? Ich kann es nämlich gar nicht. Ach, das ist. Ich verstehe schon. Gut, dann bauen wir mal neu. Mist. Ach, zu steil. Okay, so vielleicht. Ja, ich weiß, Brennholz, Brennholz. Immer wieder Brennholz. Ich weiß, Leute. Nervt mich doch nicht damit. Ich will mal kurz, ich will das noch glatt ziehen, um zu gucken, ob wir dann die Brauerei da hinstellen können. Bevor ich in der nächsten Folge schon wieder da unten die Brauerei hinsetzen möchte. Warum auch immer. Ich habe ja extra gesagt, wir wollen ja hier, weil hier das Weizen natürlich auch lagert, im Kornspeicher, wollen wir ja auch hier die Brauerei natürlich hinsetzen. Ich weiß auch nicht. Manchmal vergisst man dann einfach Sachen. Okay, irgendwie, die wollen hier gerade nicht. Hallo, Leute? Ach, na gut, denn nicht. Ist die Sammlerin schon umgesetzt? Ja. Dann machen wir mal kurz langsamer. Ziehen für die Sammlerin einen neuen Kreis. Oh, guck mal, hier gibt es doch auch ganz viele tolle Sachen. Die Pilze hätte ich auch. Gibt es auch noch irgendwo mehr? Ja gut, also ich glaube, besser wird es nicht. Dann machen wir so. Im Sommer kann die dann wieder anfangen damit. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht Schluss für heute. Wir sind bei 26 Minuten. Oder kriegen wir das hier noch hin? Jetzt kommen sie gerade wieder. Ich würde halt wirklich gerne die Brauerei setzen, bevor ich in der nächsten Folge halt wieder so ein, naja, wie sagt man schön, so ein Hirnfurz habe und die wieder da unten hinstellen will. Was wollte ich denn da unten hinstellen? Irgendwas wollte ich doch dann da hier auch hinstellen, oder nicht? Sonst wäre ich ja nicht auf diesen seltsamen Gedanken gekommen, die Brauerei da rein zu machen. Naja, würde mir vielleicht noch einfallen, was ich da dann hinsetzen wollte. Bestimmt irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Ich weiß es nur nicht mehr. So, seid ihr mal... Mann, jetzt hört doch nicht immer auf. Wieso unterbrechen die sich denn da immer? Ja gut, fackelt doch lieber ein Gebäude ab stattdessen. Kann man natürlich auch machen. Sogar ganz in der Nähe. Okay, kriegen die hin. Was ist das? Das Gebäude ist verfallen. Oh. Ja, wie repariere ich denn? Ich weiß ja nicht, wie. Ich weiß doch nicht, wie. Jetzt soll ich den... Ach. Das ist doch blöd. Ich meine, das Gebäude ist verfallen. Ja, schön. Und nun? Wie repariere ich denn? Hier ist nichts zum Reparieren. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, ich sehe das ja hier überall, aber ich kann nichts machen. Das Gebäude ist verfallen. Wähle, ob es repariert oder zerstört werden soll. Kann ich nicht. Ich kann es nicht mal zerstören. Ich kann gar nichts mit dem Gebäude machen. Was ist denn das für ein Quatsch? Wie mache ich das denn? Ich habe doch auch nichts dafür. Also, ist doch Quatsch. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Also hier ist nichts, ne? Ich kann hier nichts machen, gar nichts. Ich kann es auch nicht zerstören. Ich habe hier gar keine Entscheidungsgewalt über das Gebäude. Muss ich jetzt echt die Bäckerei einmal löschen und neu bauen? Das ist doch idiotisch. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Ich blick's nicht. Wirklich nicht. Also ich meine, ich gucke hier wirklich... Ist ja auch alles ausgegraut. Wie denn? Rechtsklick geht nicht. Hier oben. Ja, schön. 14 Holzbretter. Aber wie? Also wenn ich raufklicke, passiert halt gar nichts. Das Gebäude ist aufgrund von Vernachlässigung baufällig geworden und muss umfassend von Bauhandwerkern repariert werden, bevor es wieder genutzt werden kann. Ihr macht das doch. 14 Holzbretter. Toll. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen, weil ich hier gar nicht reparieren drücken kann. Ist das scheiße. Also sorry, aber das ist wirklich, wirklich scheiße. Und hier ist die Räucherei zerstört. Na toll. Ist das doof. Also sorry, aber das ist doch wirklich doof. Ich meine, es ist überhaupt nicht erklärt, wie ich dieses Gebäude repariere. Ich meine, ich sehe das ja hier auch bei den ganzen anderen Gebäuden. Aber ich kann ja nur Gebäuderückbau machen. Ich kann nichts sonst tun. Ah nee, das ist auch das Falsche. Warte, wenn ich hier mache. Ich kann nur verschieben oder kaputt machen. Aber ich kann nichts reparieren. Okay, Leute. Ich versuche mich mal schlau darüber zu machen jetzt am Folgenende. Vielleicht finde ich noch was dazu. Ich sehe es wirklich nicht. Also ich sehe keine Möglichkeit, dieses Gebäude zu reparieren. Es wurde mir auch, ich habe ja schon mehrfach gefragt, auch im Let's Play. Es wurde mir auch in den Kommentaren nichts dazu geschrieben. Also, keine Ahnung. Gut, dann. Aber schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.